Ich möchte mal Folgendes aufgreifen. Vorhin hat jemand von Ihnen gesagt, das waren Sie gewesen. Genau. Jetzt kommen Sie. Ja? Sie haben vorhin folgenden Satz ins Feld geführt. Wenn mx teilt und wenn my teilt, dann können wir auch was sagen? Sagen Sie nochmal. Dann teilt auch mx minus y. Können wir das an dieser Stelle hier verwenden? Bitte? Ja? Ja? So. Richtig, genau. Also m teilt das hier, das wissen wir, ne? Außerdem, also wir wissen, dass m diesen Ausdruck hier teilt. M teilt Q1 minus Q2 mal m. Außerdem wissen wir, was teilt m sonst noch? Hier, was wissen wir? Das Gesamte, ne? M teilt das Gesamte, steht ja da. Also m teilt das hier und m teilt das da. Also teilt m auch das Ganze minus das. Und das ist das. Ja? Tatsächlich. So, also wir wissen, m teilt das und außerdem wissen wir, m teilt Q1 minus Q2 mal m. Daraus folgt, m teilt auch die Differenz von dem hier minus dem. Also m teilt, schreibt ihr ausführlich hin, Q1 minus Q2 mal m plus R1 minus R2 minus Q1 minus Q2 mal m. So, und daraus folgt m teilt R1 minus R2. Wenn m das Ganze teilt und m einen der Summanden teilt, dann muss m auch den anderen Summanden teilen. Ja. Kleine Klammer vergessen? Richtig. Eigentlich so, ne? Danke. Stimmt. So ist es richtig. So. Also teilt m R1 minus R2. So. Jetzt wissen wir, jetzt mache ich den Beweis mal zu Ende. R1 und R2 sind aus dem Bereich da. R1 und R2 sind beide kleiner als m. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass R1 größer ist als R2. Der andere Fall ist dann analog. Wenn R1 größer ist als R2 und beide sind aus dem Bereich und ich ziehe R2 von R1 ab und das Ergebnis wird von m geteilt, was muss dann R1 minus R2 sein? Beide sind positiv und kleiner als m. Genau. Also beide sind positiv, wenn R1 jetzt größer ist als R2 in dem Fall, dann liegt R1 minus R2 ja auch in dem Bereich hier, zwischen 0 und m, aber kleiner als m. Und wenn R1 minus R2 in diesem Bereich liegt und von m geteilt wird, dann muss beides 0 sein, weil es gibt keine Zahl zwischen 0 und m, die von m geteilt wird. Ja? Ja? Ja, richtig. Wenn, jetzt sind wir in einem anderen Fall. Wenn R2 größer ist als R1, dann sind wir halt im negativen Bereich zwischen 0 und minus m. Aber minus m wird auch nicht erreicht. Ach so, okay, größer gleich. Entschuldigung, wenn R1 größer gleich R2 ist, haben Sie recht. Wenn, Sie haben recht, paradox anzunehmen, dass es größer ist, dann kommt es gleich raus. Genau. Vollkommen richtig. R1, wir nehmen an, R1 ist größer gleich R2 und dann muss es auch gleich sein. Und wenn wir es andersrum nehmen, wenn R2 größer gleich R1 ist, dann sind wir im negativen Bereich, aber zwischen 0 und minus m. Und minus m wird auch nicht erreicht. Das heißt, auch da
muss R1 letztlich gleich R2 sein, weil eine Zahl zwischen 0 und minus m ist nur dann durch m teilbar, wenn diese Zahl 0 ist, ne, wenn minus m nicht dabei ist. Also wir haben jetzt gezeigt, dass R1 minus R2 gleich 0 sein muss, weil R1 minus R2 durch m geteilt wird oder von m geteilt wird und beide in diesem Bereich liegen. Und daraus folgt natürlich, dass R1 gleich R2 ist. Ne? Wenn R1 gleich R2 ist, dann ist A kongruent B modulo m. So, gibt es noch Fragen? Nee, okay.